Assalamu alaikum, liebe Brüder und Schwestern, und ein Hallo an alle Menschen, die die Wahrheit suchen. Ich möchte euch etwas mitteilen und ich hoffe, ihr seid nicht allzu sehr geschockt, weil es die Wahrheit, die ich euch jetzt sage, über mich und wenn ihr das jetzt hört, dann sollt ihr nicht ergriffen sein. Ihr sollt auch nicht vom Stuhl fallen. Es ist etwas, was nun mal irgendwann mal auch raus muss und angesprochen werden muss. Ich werde bald sterben. Ja, es ist die Wahrheit. Ich werde bald sterben. Und ihr auch. Brüder und Schwestern, ich habe mal einen Vortrag genau so angefangen. Und die Zuhörerschaft blickte so etwas von betroffen. Ich habe es noch ein bisschen mehr in die Länge gezogen. Und ich hatte ehrlich das Gefühl, während ich sprach, dass alle von Mitleid durchzogen waren. Einige blickten sich an und sagten, was kommt denn jetzt? Der wird bald sterben. Der wird bald sterben. Jetzt kommt's raus. Einige hatten sogar richtig glasige Augen. Ich hab's wirklich in die Länge gezogen. Aber das will ich in diesem Video nicht tun. Sondern ich will gleich zum Punkt kommen. Wir werden alle bald sterben. Jeder von uns kann eine so tragende Rede halten. Jeder von uns kann zum Pult gehen und genau so etwas sagen. Meine Damen und Herren, ich muss Ihnen verkünden, ich werde bald sterben. Jeder. Nacheinander können wir uns aneinander reihen und jeder spricht dies ins Mikrofon. Und es ist völlig egal, wie gesund er ist. Völlig egal, welches Auto vor der Tür steht. Völlig egal, welchen Anzug er anhat. Welche Schuhe, mit wem er sich gleich trifft, seine Familie, Frau, Freundin, Bekannte, der Urlaub, der bevorsteht, völlig egal, welche Freude in seinem Herzen ist, völlig egal, völlig egal. Er kann dieses mit Garantie sagen. Und wenn man uns Muslimen immer wieder vorhält, ihr seid so pathetisch, ihr denkt immer an das Jenseits, ihr seid weltfremd, dann sagen wir, okay, aber an diesem Satz werdet ihr nicht vorbeikommen. Und diesen Satz werdet ihr nicht ignorieren können. Und diesen Zustand werdet ihr nicht ignorieren können. Ihr könnt darüber rumphilosophieren und debattieren, wer Angst davor hat, wer nicht Angst davor hat. Und es gibt einige, die sagen, wir wissen nicht, was danach passiert. Mal sehen, was im nächsten Leben kommt. Und sie sind dessen gleichgültig. Und einige sagen in der Eigendynamik, naja, hoffentlich wird das nächste Leben besser. Und machen ein wenig spottend sich darüber lustig. Vielleicht komme ich ja als Elefant auf die Welt. Aber sie spotten, weil sie blind sind und weil sie die Botschaft Gottes ignorieren. Sie sagen, der Islam sagt, er ist mit der nicht-islamischen Welt im Krieg, weil sie dunya-mäßig denken und es nicht schaffen, sich von der Dunya zu lösen. Sie glauben wirklich, dass die Muslime die gleichen Interessenslage haben wie sie. Sie sagen, wenn die Muslime sie zu Gott, zu Allah subhanahu wa ta'ala einladen, dann sagen sie, was wollen die wohl? Die wollen unsere Macht. Die wollen unsere Freiheit. Die wollen unseren Besitz. Sie denken nur in dieser Dimension. Sie begreifen nicht, dass es um uns was ganz anderes geht. Sie denken nur, die wollen Krieg mit uns, um unsere Länder zu erobern, weil nur das ihnen was bedeutet. Sie sagen, die halten uns nur vor, dass sie uns einladen zur Religion. Im Grunde genommen wollen sie alles das, was wir besitzen, weil nur das ihnen was bedeutet. Sie begreifen es nicht. Sie denken nur in diesen Dimensionen. Dabei ist es ganz klar. Der Islam lädt die Ungläubigen zum Glauben ein. Und wenn dieser Ungläubige diese Einladung annimmt und ein Gläubiger wird, so ist er ein Bruder im Glauben. So verwandelt sich sein Leben, er ist ein Bruder im Glauben. Sie sagen, die wollen uns unterdrücken. Sie denken nur in der Dimension dieses Lebens. Und für dieses Leben kämpfen sie. Sie kämpfen für etwas, was bald enden wird. Und wo jeder sich auf das Podest stellen wird und sagen, meine Damen und Herren,
Wir haben zwar eine schöne Zeit, wir haben zwar den Krieg gewonnen, aber wir werden alle bald sterben. Wie viele Menschen freuen sich über einen gewonnenen Krieg? Wie viele Menschen freuen sich über so viele Erfolge? Aber in Wirklichkeit müssten sie auch nach einem Erfolg sagen, wir haben zwar gewonnen, aber die traurige Mitteilung ist, leider werde ich bald sterben und wir alle. Es ist unfassbar, wie der Mensch blind ist und das nicht sieht. Und wie er nur an seiner Dünja hält. Und die machen so viele Videos. Und sie machen so viele Reportagen. Und sie machen so viele Hetze. Dabei hetzen sie gegen sich selbst. Dabei nehmen sie sich die Möglichkeit, die Wahrheit anzunehmen. Und mittlerweile sprechen sie von Sektierungen. Und sie sprechen davon, ach, die sind gehirngewaschen. Wir sagen euch, okay, wir sind gehirngewaschen. Stell dich vor deinem Spiegel. Stell dich vor deinem Spiegel, der du sagst, dass wir gehirngewaschen sind. Und rede in den Spiegel rein. Ich werde bald sterben. Sie meinen nur, wenn die Todkranken vor ihnen stehen, mit Blässe abgenommen und sagen, ich werde bald sterben, dass sie dann voller Mitleid dastehen und sagen, och, der Arme wird bald sterben. Und dabei sind sie selber, wenn sie in den Spiegel gucken, vielleicht sogar diejenigen, die noch eher sterben als der Todkranke. Vielleicht ist der Todkranke noch länger am Leben als sie und sie tun so, als wüssten sie garantiert, dass der Todkranke eher sterben wird, weil sie sagen, der ist ja krank und ich nicht. Und vergessen, dass Menschen aus dem Leben gerissen werden, die gesund sind, die glücklich sind, die fröhlich sind und sie sind auf einmal weg. Und da machen sie sich keine weiteren Gedanken und sie machen sich auch nicht irgendwelche weiteren Gedanken über ihr Schicksal danach. Deswegen, wenn die Muslime kommen und sie einladen zum Glauben, sagen sie, sie wollen uns erobern, sie wollen uns nehmen, was uns so schön gefällt, weil sie nur in diesen Dimensionen denken, weil sie sich von diesem Leben haben verleiten lassen, weil sie nur in diesen Dimensionen denken. Sie denken nur, Staatsanwalt, Verfassungsschutz, Rechtsanwalt, Polizei, all dieses wird euch nicht helfen. All dieses wird euch nicht helfen, wenn ihr im Jenseits seid. Da werdet ihr nackt, so wie Allah subhanahu wa ta'ala euch erschaffen hat, vor ihm stehen. Und da könnt ihr nicht sagen, ich werde jetzt aber sofort meinen Rechtsanwalt beauftragen. Ich sage nichts ohne meinen Rechtsanwalt. Nichts wird davon möglich sein. Sie haben sich versteckt und verschanzt hinter Panzern. Sie haben sich versteckt und verschanzt hinter ihren Klamotten und Kleidung. Und sie glauben, sie wären was. Aber wenn sie nackt vorm Spiegel stehen und ganz einfach da reinschauen und sagen, ich werde sterben und ich werde nackt unter der Erde liegen und die Würmer werden mich durchfressen. Das ist mein Schicksal, egal wie sehr ich es auch versuche zu verleugnen. Und wenn die Muslime kommen und sagen, wir wollen euch einladen zu der Wahrheit, wir wollen euch einladen, denn das, was ihr habt, das ist vergänglich, das ist nichts anderes als vergänglich, da sagen sie, schau, sie sind absolut lebensmüde, wir sind nicht lebensmüde. Wir benutzen dieses Leben, um das Jenseits zu kaufen. Ihr aber benutzt dieses Leben, um die Hölle zu kaufen. Und dann sagen sie, schau, jetzt fangen sie wieder an zu drohen, jetzt fangen sie wieder an zu drohen, dabei sind sie bedroht. Und sie begreifen es nicht. Sie sind bedroht vom Tod jede Sekunde und sie begreifen es nicht. Und wenn die Muslime kommen und die Sanduhr rinnt ab und sagen, komm, gib mir deine Hand, geh raus aus der Grube, geh raus aus der Hölle, so wie die Propheten es gesagt haben, da lachen und spotten sie und sagen, nein, mir gefällt es hier, weil sie sich täuschen lassen und sie werden brennen. Und sie werden elendigst brennen, weil sie die Einladung Gottes nicht annehmen. Was sagen sie? Die Muslime sehen uns als Feinde, die Muslime machen Takia, die Muslime machen dies, die Muslime machen jenes. Sie werden noch so viel spotten und noch so viele Argumente vorbringen, die der Satan ihnen einflüstert und denen sie lachend folgen. Der Koran ist mit 1000 Fehlern voll und sie kennen nicht einmal einen. Aber sie reden einfach nur nach. Sie reden dem Tanz und der Melodie des Satans nach und begreifen nicht, dass er sie in den Fittichen hat. Und wenn man ihnen das sagt, was sagen sie? Schau dir den Spinner an. Schau dir den Verrückten an. Schau, was er sagt. Lacht über ihn. Ist er nicht verrückt? Und doch schauen sie nicht in den Spiegel, dass sie ganz einfach nur eine kurze Zeit hier verweilen und dass sie bald sterben werden. Deswegen sind sie betroffen, wenn jemand vor ihnen steht und sagt, meine Damen und Herren, ich muss Ihnen mitteilen, ich werde bald sterben. Dadurch, dass sie das nicht begreifen, dadurch, dass sie das nicht verstehen, hängen sie diesem Leben nach. Und dadurch sehen sie die Muslime als Feinde, weil sie meinen, dass sie das, was sie hier haben, zu verteidigen haben, weil es alles ist. Alles und alles und alles. Und wenn man ihnen sagt, du wirst doch sterben und das alles hier lassen, dann sagen sie, ja, na und? Solange ich lebe, will ich wenigstens vernünftig leben. Und es ist töricht und es ist dumm, so zu reden. Es ist gut, vernünftig zu leben, aber es ist dumm zu sagen, ich klammer mich nur an dieser Vergänglichkeit. Es ist dumm. Und wenn man sagt, glaubt doch, dass es das Jenseits gibt. Gott gibt Zeichen, große Zeichen. Erkennt ihr sie denn nicht? Erkennt ihr sie denn nicht? Sie erkennen sie nicht. Sie schauen nicht einmal zum Himmel. Sie blicken nicht einmal auf die Sonne. Wenn sie es tun, um sich zu bräunen,
oder um sie zu analysieren, um zu sagen, woraus sie besteht, um ihre Systematiken zu analysieren, um zu verstehen, sie darf ja nicht zu weit weg sein, sie darf ja nicht zu nah an uns dran sein, sie liegt genau ideal, sie begreifen das alles. Und wenn du sie fragst, wer ist dafür verantwortlich? Ja, der Zufall. Und nichts davon deckt sich mit ihrer Lebenserkenntnis und dem, was sie hier lernen. Nichts davon. Und wenn du sie fragst, was ist das da oben, der Mond? Ist der nicht genau richtig positioniert? Ja, ist er. Denn wenn er zu nah dran wäre, dann hätten wir hier ständige Überschwemmungen. Und wenn er zu weit weg ist, dann würde sich das Wasser nicht gut bewegen und es gäbe kein maritimes Leben. Er steht genau ideal. Alles ist genau berechenbar. Die Lichtgeschwindigkeit. Alles ist genau berechenbar. Sie können berechnen. Sie können sehen. Sie können atmen. Sie beachten das Herz. Sie wissen genau die Symptome. Sie sehen die Herzkammern. Sie sehen, wie das Blut pumpt. Sie sehen den Blutdruck. Sie sehen die Konsistenz des Blutes. Sie sehen die Zusammensetzung des Blutes. Sie lesen. Sie begreifen. Sie sehen die Systematik. Sie schauen. Sie wissen. Einige sagen sogar schon von den Ungläubigen Intelligent Design. Und trotzdem lehnen sie ab. Und trotzdem lehnen sie ab die Einladung der Propheten, die all dieses Wissen nicht hatten, die all diese Wissenschaft nicht hatten, die all das nicht hatten und ihre Botschaft sich dennoch mit mehr Wissen mehr und mehr und mehr bestätigt. Und doch sind sie mit ihrer Wissenschaft immer noch auf dem Such, Gott zu widerlegen. Und sie sind im 21. Jahrhundert und niemand hat es geschafft und niemand vermag es. Und dennoch sagen sie, es gibt aber immer noch die Möglichkeit, dass es vielleicht doch nicht wahr ist. Und doch reduzieren sich mit zunehmendem Wissen die Möglichkeiten. Und doch lehnen sie ab. Und das ist es, was Allah subhanahu wa ta'ala im Koran sagt. Und die Gläubigen, die können sogar daran verzweifeln, weil sie es nicht begreifen, weil die Gläubigen sehend gemacht wurden, weil die Gläubigen das fühlen, die Wahrheit, und sie begreifen nicht die Blinden. Aber Allah subhanahu wa ta'ala hat gesagt, es ist so, du rufst ihnen zu und sie hören nicht. Als wenn sie mit ausgestreckter Hand versuchen, ein Glas zum Mund zu führen. Es geht einfach nicht. Man erreicht sie nicht. Nur wenige, immer noch zu wenige. Denn wenn man weiß, was für ein Leid, was für ein brutales Leid im Jenseits in der Hölle ihnen bevorsteht, ist die Zahl, die wir erreichen, viel zu wenig. Und jetzt kommen sie an und sagen, ja, wie machst du dich denn zum Richter? Wie machst du dich denn zum Richter? Du weißt doch selber nicht, was mit dir geschieht. Da antworte ich, genauso ist es. Aber ich versuche, die besten Voraussetzungen zu schaffen. Ich versuche, Argumente zu schaffen. Ich versuche, für mich selber Argumente zu schaffen, dass ich auch wirklich Hoffnung darauf habe. Nämlich, das ist die einzige Hoffnung, dass Allah subhanahu wa ta'ala mir vergibt. Aber wenn ich nichts tue und keine Argumente für mich selber schaffe und nicht die Hoffnung aufbaue, wie soll ich dann auf Vergebung hoffen, wenn ich nicht einmal, als wenn ich Ungläubiger bin, die Atheisten, was sie tun, nicht ein einziges Mal in ihrem Leben sagen, O Allah subhanahu wa ta'ala, vergib mir. O Allah subhanahu wa ta'ala, schau auf mich. O Allah subhanahu wa ta'ala, ich bin so klein und unscheinbar, hilf mir, ich beuge mich vor dir. Ich bleibe nicht stehen wie ein Tyrann, sondern ich beuge mich vor dir und jetzt leite mich. Demutsvoll, ich bin nicht stark, wenn du Leid über mich kommen lässt. Pharao, der große Pharao, er meinte, nichts könne ihn zerstören. Und Allah subhanahu wa ta'ala demütigte ihn wiederholten Male. Und es war ein Zeichen für alle Welten, wie er litt, Pharao. Und jedes Mal, wenn das Leid wich, kehrte er doch zurück zum Tyrann. Und nichts anderes, wenn man die Geschichte der Atheisten vorliest, dann erweicht nicht ihr Herz, denn sie sind genauso, wenn das Flugzeug rüttelt. Oder bei der Love Parade, wie viele haben gebetet, wie viele haben geschrien, die es überlebt haben, wie viele von ihnen sind Gott jetzt noch dankbar? Ich sehe jetzt auf Internet Menschen, die sagen, ich suche meinen Lebensretter. Könnt ihr mir meinen Lebensretter bringen? Gott sendet Menschen zu Menschen. Wie wenige von Ihnen in dem Kommentarfenster von dem Video, wo die Lebensretter gesucht werden, wie viele von Ihnen sagen, ich bin Gott dankbar, dass ich lebe? Sie sagen, ich bin dankbar dem Retter, dem Menschen, der mich festgehalten hat. Und sie begreifen nicht, dass Gott Menschen zu Menschen sendet. Denn nur 2 Meter entfernt haben sie das Leiden und das Tod gesehen. Und da war kein Mensch, der geholfen hat, weil Allah subhanahu wa ta'ala entschieden hat, dass dort nicht die helfende Hand ist. Er reicht die helfende Hand. Er reicht den Menschen die helfende Hand. Und was tun sie? Sie suchen die Menschen und wollen sich bei ihnen bedanken. Und Allah subhanahu wa ta'ala haben sie vergessen. Und somit sind sie nicht anders als Pharao. Denkt darüber nach. Dies ist keine Hassrede. Dies ist eine Rede, um eure Seele zu erreichen. Dass ihr blind seid. Blind und taub für die Wahrheit. Und dass ihr immer noch und immer noch und immer noch gegen diese Wahrheit hetzt. Und damit doch nur gegen euch selbst. Wa assalamu alaikum wa rahmatulillah. Und allen anderen wacht auf. Wacht auf. Es ist nur zu eurem Besten gemeint.